Herzlich willkommen bei Markenbaumarkt 24. Ich bin Andres und ich zeige euch heute die elektrischen Gurtwickler von Schellenberg mit dem Namen Rollo Drive. Davon, wie ihr seht, habe ich verschiedene Modelle. Worin die sich aber unterscheiden, was es bedeutet, einen Rollo Drive Gurtwickler zu kaufen, worauf ihr aber auch achten müsst, das erkläre ich euch in diesem Video. Was mir geholfen hat, das Ganze hier zu verstehen und durchzublicken, ist diese Übersichtstabelle. Ich erkläre euch, was einige Begriffe bedeuten, worin die Produkte sich unterscheiden. Und auch in drei Schritten möchte ich euch erklären, worauf ihr beim Kauf eines Rollo Drive achten müsst. Als erstes müsst ihr herausfinden, wie groß euer Rollo ist und wie viel Gewicht das ungefähr hat, damit ihr wisst, welcher Gurtwickler auch an Zugkraft reicht, um das Rollo hochzuziehen. Dafür müsst ihr erstmal rausfinden, wie viel Quadratmeter eure Rolle hat. Rechnet dann einfach Länge mal Breite eures Fensters aus und dann kommt ihr auf die Quadratmeter. Um das Gewicht eures Rolles rauszufinden, ist zu beachten, aus welchem Material es denn ist. Es gibt Kunststoff, Holz oder Aluminium. Kunststoff wird ausgerechnet mit ca. 4,5 pro Quadratmeter. Das heißt, eure rausgerechnete Quadratmeterzahl mal 4,5 und ihr findet raus, wie viel Gewicht euer Rollo hat, wenn es aus Kunststoff ist. Bei Aluminium müsst ihr 5,5 ca. rechnen mal die Quadratmeterzahl. Und Holz mal 11. Als zweiten Schritt gilt es herauszufinden, wie breit euer Gurt eigentlich ist. Und Schellenberg hat es dann unterteilt in Mini und Maxi. Als dritter Schritt müsst ihr euch die Frage stellen, wie wollt ihr das Ganze montieren? Und da könnt ihr zwischen Aufputz und Unterputz entscheiden. Aufputz bedeutet letztendlich, dass ihr diesen Gurtwickler vorne vor an die Wand setzt. Und Unterputz bedeutet, dass ihr eine Aussparung habt und den Gurtwickler in diese Aussparung einlassen könnt. So, und hier kann ich es euch am besten erklären. Hier haben wir ein Aufputzmodell. Also auf jeden Fall wird er an der Wand montiert, aber ihr könnt ihn nochmal neigen, falls ihr den mitten im Raum haben wollt oder zur Seite. Wie ihr seht, hat Schellenberg ein großes Sortiment an Gurtwicklern. Und jedes einzelne Modell hat entweder Unterschiede, Gemeinsamkeiten und die würde ich euch auch noch gerne erklären. Zum Beispiel haben alle Modelle hier eine Zeitautomatik. Ihr könnt euch die Zeit einstellen, wann das Rollo hoch oder runter gehen wird. Das ist bei allen Modellen gleich. Bei allen Modellen ist ein Netzstecker vorhanden, das heißt, ihr könnt euren Gurtwickler an der nächsten Steckdose anschließen und betreiben. Hinderniserkennung und Blockierschutz ist auch bei allen Modellen gegeben. Als weitere Funktion gibt es die Sonnenfunktion, da gibt es ein kleines Zubehör und dann könnt ihr euch einen Sensor am Fenster montieren. Und dann gibt es weitere Funktionen, in denen sich die Rollos untereinander nochmal unterscheiden. Die Rollo Drive Modelle 35, 45 und 55 sind zum Beispiel nicht über Funk zu steuern und haben auch kein Display. Es sind schlichte Varianten, die mit Aufputz an der Wand montiert werden. Ähnlich aufgebaut wie der 35er, aber, ihr seht es schon viel besser, habt ihr hier die Unterputzmöglichkeiten. Wie ihr seht, ist hier die Möglichkeit, den komplett in der Wand einzulassen. Genau, und der 55er ist so eine Art Hybrid. Der ist zwar als Aufputz gedacht, aber ist trotzdem flach an der Wand. Also nicht, um euch den Vergleich zu zeigen, wie hier ragt er raus oder umzuneigen, sondern der ist wirklich flach an der Wand. Schnappe ich mir den nächsten, das ist der Rollo Drive 65 Plus. Und der unterscheidet sich vor allem darin, dass er noch ein schickes Display hat. Letztendlich, wie schick und wie gut ihr euch da einfach versorgen wollt, investiert ihr dementsprechend und habt die Möglichkeit, das zu planen, zu programmieren. Und dementsprechend bietet Schellenberg da verschiedene Variationen an. Ich hoffe, ich konnte euch die wichtigen Begriffe erklären und auch mögliche Fragen beantworten. Hier oben in der Ecke findet ihr nochmal einen Gutscheincode. Damit erhaltet ihr 10% Rabatt auf das Produkt. Link zum Produkt findet ihr auch unten in der Beschreibung. Abonniert unseren Kanal, schreibt in die Kommentare, traut euch, nehmt Kontakt auf. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und ansonsten sehen wir uns.